lernen Sie, mit Frustrationen umzugehen. Wenn Sie all das werden wollen, was Sie werden können, all das tun wollen, was Sie tun können, hören wollen, was Sie hören können, sehen wollen, was Sie sehen können, dann müssen Sie lernen, mit Frustrationen umzugehen. Frustrationen können Träume zerstören. Dafür gibt es zahllose Beispiele. Frustrationen können eine positive Einstellung in eine negative, einen produktiven Zustand in einen lähmenden verwandeln. Das Schlimmste, was eine negative Einstellung bewirken kann, ist, dass sie die Selbstdisziplin zerstört. Wenn die Selbstdisziplin verloren ist, dann sind auch alle Ziele, die sie anstreben, verloren. Um also dauerhaft Erfolg zu haben, müssen Sie lernen, Ihre Frustrationen zu beherrschen. Glauben Sie mir, Frustrationen sind der Schlüssel zum Erfolg. Wenn Sie sich große Erfolge genauer anschauen, werden Sie feststellen, dass bei fast allen irgendwann große Frustrationen im Spiel waren. Jeder, der Ihnen etwas anderes erzählt, weiß nicht, wovon er redet. Es gibt zwei Arten von Menschen. Solche, die mit Frustrationen fertig geworden sind, und solche, die sich wünschen, dass es ihnen gelungen wäre. Alle erfolgreichen Menschen haben die Erfahrung gemacht, dass Erfolg am Ende eines frustrationsreichen Weges liegt. Leider kommen viele nie dort an. Menschen, die ihre Ziele nicht erreichen, haben sich meistens durch Frustrationen entmutigen lassen. Sie lassen sich von Frustrationen davon abhalten, das zu tun, was nötig ist, um ihre Ziele zu erreichen. Sie können dieses Hindernis überwinden, indem Sie Frustrationen einstecken und jeden Rückschlag als Feedback auffassen, aus dem Sie lernen können. Ich glaube kaum, dass Sie einen erfolgreichen Menschen finden werden, der diese Erfahrung nicht gemacht hat. Wenn Sie Erfolg haben wollen, dann müssen Sie den Erfolg als einen Prozess verstehen, als eine Art zu leben, eine Art zu denken, eine Lebensstrategie. Sie müssen wissen, was Sie haben, und Sie müssten die Gefahren kennen, die Ihnen begegnen können. Wenn Sie wahren Reichtum und wahres Glück erleben wollen, müssen Sie die Fähigkeit haben, Ihre Macht auf verantwortungsvolle und liebevolle Weise anzuwenden.